Wishful drinking. Harald war heute mit dem falschen Wein aufgestanden. Diese zähflüssige, supersüße Dessertplüre. Bah! Danach war ihm irgendwie schwindelig gewesen und er musste erstmal einen Sherry trinken. Für gegen Kreislauf. Dann war es Zeit, den Kater zu füttern. Der bekam ein halbes aus der Dose. Dann war es Zeit für Frühstück. Ein halbes aus der Dose. Dann war es Zeit für Zwischenmahlzeit. Halbes aus der Dose. Ein Schluck Bier gab den anderen. Jetzt stand ihm wieder diese verfluchte Kohlensäure in der Röhre. Der Klügere kippt nach, dachte sich Harald. Und in einer flüssigen Bewegung schüttete er zwei doppelte Doppelkorn obendrauf, also sechs. Ha, das half. So, jetzt erstmal Stuhlgang. Von der Konsistenz her eher flüssig. Harald saß da und zählte die Fliesen und ließ wiesen. Er wünschte sich, er wäre nicht immer so allein. Also beim Kacken schon, aber sonst halt nicht. Er wurde ein bisschen traurig, brauchte ganz klar was zum Stimmung aufhellen und trank einen klaren. Und wünschte sich jemanden. Irgendjemanden. Er musste den Durchblick behalten und trank noch einen klaren. Wünschte sich jemanden und trank noch einen klaren. Das war wohl Wishful Drinking. Jemanden zum Liebhaben. Und Leergut wegbringen, das wäre was. Das hieß bestimmt Leergut, weil er immer alles gut leer trank, dachte er noch. Zack, da war auch schon Mittag. Bisschen Obst kann nicht schaden, dachte sich Harald. Man muss auf die Gesundheit achten. Zerdrückte eine Ananasscheibe und machte sich einen kurzen Longdrink. Danach einen langen kurzen für die Verdauung. So, jetzt erstmal Stuhlgang. Harald saß da und zählte die Fugen. Ob Johann Sebastian Bach Tokaka und Fuge auf Klo eingefallen war? Als er sich jemanden wünschte, war immerhin in D-Moll. Was für eine Schnapsidee. Obwohl der abbegiert gespielt verminderte Septakkord war wirklich großer Vino, dachte Harald noch. Da verspürte er plötzlich aus dem Blauen heraus extrem schlechten Durst. Mann, was hat hier ein Weinbrand? Halbes halb. Zack, da war schon wieder Tea Time. Wie die Zeit verging. Schnell Wasser heiß gemacht und damit er sich das nicht trocken runterwürgen musste, schoss rum rein. Fühlte sich danach tatsächlich ein bisschen groggy. Apropos groggy, war das nicht der Blaue aus der Sesamstraße? Egal, jetzt erstmal Stuhlgang. Harald saß da und dachte darüber nach, dass er nächstes Mal auch wieder die Brille runterklappen sollte. Oh, nur immer irgendwie so kalt. Da fiel sein Blick auf die Toilette. Er musste leise lachen und fragte ihn noch, wie er mit dem nackten Arsch und ohne Hose auf halb acht aufs Waschbecken gekommen war. Zack, da war Zeit vor Abendbrot. Es gab russisch Brot, eine Tüte und zwei Flaschen. Wodka war ja der Diminutiv von Woda, dachte Harald noch. Klang irgendwie niedlich. Irgendwas wollte er doch heute machen. Was war das doch gewesen? Egal, würde ihm schon wieder einfallen. Jetzt erstmal Stuhlgang. Harald saß da und vergewisserte sich zuerst, dass er das Waschbecken sah. Tata, dann ließ er laufen. War heute wieder ein randvoller Tag gewesen. Er musste sich dringend mal entspannen. Dazu nahm er immer ein Raki. Das war bei ihm so Uso. Auf einem Bein ist schlecht stehen, dachte er noch, und nahm noch einen. Und was wäre, wenn da jetzt ein Tisch wäre, dachte er noch, und nahm noch zwei. Und was wäre, wenn er jetzt ein Käfer wäre? Das wäre was. Harald nahm noch zwei. Ihm doch egal. Nach ihm die Absintflut. Und was wäre, wenn er jetzt eine Spinne wäre? Na, noch zwei. Und was wäre, wenn er jetzt ein Tausendfüßer wäre? Harald nahm die Flasche mit ins Bett. Er musste dringend schlafen. Denn jeden Morgen pünktlich um sieben hatte er Stuhlgang. Und um acht stand er auf.